Mehr als 9000 Fans pilgerten am 28. November 2014 nach Schladming, um den Winterauftakt bei einem der größten Ski-Openings der Alpen zu zelebrieren. Mit gleich 5 Topstars und dem damit bisher größten Line-Up wurde am Fuße der Planai ein wahres Festival gefeiert. Casper, Kraftklub, Klangkarussell, Marlon Rodet und Tagträumer lieferten fulminante Bühnenshows und verwandelten den WM-Park Planai in einen Dancefloor. Eine Top-Performance auf der Bühne jagte die nächste und die Künstler sorgten für einen Abend voller Magic Moments. Gut gelaunt und unter großem Medieninteresse präsentierten sich die Künstler bereits am Nachmittag bei der Pressekonferenz im Planet Planai, bei welcher sie goldene Planai-Schallplatten überreicht bekamen. Auch die Verantwortlichen des Ski-Opening-Festivals zeigten sich sichtlich zufrieden über dieses große Star-Aufgebot und freuten sich auf den bevorstehenden Konzertabend. Ja, wir haben jetzt tatsächlich noch die Ruhe vor dem Sturm. Ja, Ski-Opening-Festival gibt es erstmalig hier bei uns in Schladming und auf der Planai. Ja, wie ist das Ganze entstanden? Natürlich diskutiert man schon im Sommer rum, vorher mit Markus Zeiringer, was machen wir, was können wir machen, was ist am Markt, was gibt es? Und irgendwann einmal im August ist dann die Idee entstanden, warum nicht einmal Ski-Opening-Festival, zumal sich mehrere Gruppierungen angeboten haben, zumal ja viele weitere Partner, Stichwort Musiksender, Zeitungen da mit im Boot drinnen sind. Ja, und dann ist eben diese Idee entstanden und ich glaube, es war eine gute Idee. Es ist mehr Vielfalt geboten und vor allem, glaube ich, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen Entspannung fürs Publikum. Man kann einmal zwischendurch ein bisschen in die Stadt bummeln, wieder zurückkommen. Also es wird sicherlich mehr Bewegung sein. Und das Skifestival, wie es die Planai ist, gemeinsam mit dem Tourismusverband Schladming-Raumus auch gemacht hat 2014, zum Opening 2014, 2015, ist dazu angetan, es zu wiederholen. Und mit den Zuseherinnen und Zusehern, die was hier auch begeistert sind von den Gruppen, ist es sicherlich als Bürgermeister für mich auch eine Riesenfreiheit, dies zu sehen. Für die Region Schladming-Dachstein ein tolles Event, also der große Auftakt in den Winter. Der Dachstein, ich war erst gestern oben, präsentiert sich ja im besten Weiß und die Skifahrer sind auch gerne oben. Und für uns ist dieses Festival eine tolle Geschichte. Wir tragen es auch in die Welt hinaus, waren erst vor kurzem in Deutschland auf Pressekonferenzen. Und wenn man dann von einem Festival spricht, dann merkt man richtig das Leuchten in den Augen der Journalisten. Und es war eine tolle Geschichte für alle Beteiligten. Und ich glaube, gut gemacht Planai und toll und weiter so. Ja, im Großen und Ganzen, die Buchungslage ist vielversprechend, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und ich glaube, Ostern wird dann abgerechnet. Das Wichtigste ist, dass wir dann wirklich eine winterliche Stimmung zusammenkriegen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir dann im Frühjahr wieder sagen, es war trotz allem ein toller Winter, die Gäste waren zufrieden und das, glaube ich, ist Summe und Auf auch für die Zukunft.